Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Deponia The Complete Journey. Ja, das Ganze ist ein Zusammenschluss von Deponia 1, also ganz normal Deponia, dann Chaos auf Deponia und Goodbye Deponia. Muss ich gerade mal kurz ablesen. Ja, wir alle kennen eigentlich Deponia wahrscheinlich. Also die meisten, die es kennen, werden es wahrscheinlich von Gronkh kennen, der das ja schon wirklich auseinandergenommen hat, wie kein anderer. Also es ist einfach, man kennt es einfach von ihm. Und ja, dann gibt es noch Deponia Doomsday, glaube ich. Das letzte, Teil 4. Das werden wir aber erst dann, also nach diesem Komplettpaket jetzt Let's Playen. Und ja, bevor wir lange rumreden, erstmal Neustart. Auf ins Abenteuer. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja, das möchte ich. Wir spielen mit dem Mausrad, um das Inventar runterzuholen. Und fangen ganz vorne an. Das ist dann, glaube ich, Teil 1. Das wäre dann Teil 2 und das wäre Teil 3. Wir fangen natürlich vorne an. Weil das ja ein Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. So, das machen wir mal eben. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft. Und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, ja, wie man jemanden anspricht, wissen wir jetzt. Wie man ein Objekt ansieht, wissen wir eigentlich auch. Also, ich meine, das ist ganz normal draufklicken. Aber wir machen das Tutorial mal. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Okay. Das hier? Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Noch einfacher als links draufklicken. Okay. Ja, wir machen das Tutorial einfach mal, weil es jetzt im Spiel dazugehört und deswegen klicken wir es mal eben hier drauf. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Da kommen wir jetzt wahrscheinlich drauf. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Das auch nochmal angucken. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die beiden zusammenführen. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, das nochmal angucken. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Achso, okay, das hatten wir schon. Können wir das jetzt irgendwie nehmen und da wahrscheinlich reinbringen? Ja, nice. Erstes Rätsel gelöst. Als nächstes musst du? Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. So, dann wollen wir es mal benutzen. Dieses Ding soll ich also reparieren.
Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Okay, mal gucken. Was wir jetzt hier machen müssen. Ich will heute mit WASD steuern, aber ist ja nur die Maus. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Oh. Ach, ich liebe Tutorials. Okay, jetzt geht's los. Deponia. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Deponia. Herrlich. Und jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu diesem Let's Play, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber egal, den nehmen wir uns natürlich. So, jetzt sind wir hier bei Rufus zu Hause, ich weiß es nicht. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Gut, ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt eine Liste suchen müssen. Ja. Hier können wir schon mal die Kiste aufmachen. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Okay. Sonst hätte ich gedacht, dass vielleicht da sein... deine Liste drin ist. Ah, da ist ja meine Liste. So einfach geht's. Okay. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Der Seitenschneider muss natürlich immer mit. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Alles klar. Gut. Wollen wir mal gucken. Was ist das hier? Achso, das zeigt mir nur an, was Sache ist. Gut, dann gehen wir mal runter zum Wohnbereich. Vielleicht finden wir da irgendwie was, was er braucht. Das ist schon mal die Zahnbürste. Hörste, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Gut, mal in die Toilette reingucken. Da ist nichts drin. Können wir die Zahnbürste eigentlich so nehmen? Komm zu Papa. Oder? Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay, das heißt, das ist schon mal die erste Aufgabe. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Ach ja, überall solche Dinger, so Zettel. Sollen wir die Toilettentür aufmachen? Kann ich nicht. Ach, die kann ich nur schließen. Den Pömpel kann ich nicht nehmen, ne? Nee, schade. Gut, gucken, was im Waschbecken abgeht. Boah, was für eine Plörre. Erst einen Spind aufmachen. Das ist der Seitenschneider. Jawohl, was ist das hier? Erstmal mitnehmen. Kann man ja gebrauchen. So, hier ist die Hausapotheke. Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Dann gehen wir am besten mal in Tonis Zimmer. Oh. Was ist das?
Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Und noch eine Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja, okay, hätten wir jetzt sowieso gemacht, weil wir ja diesen Schlüssel brauchen für den Apothekerschrank, der wahrscheinlich bei ihr ist. Okay, mal gucken, was jetzt das hier noch ist. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ankommen. Nehmen wir einfach alles mit. Boah, was für eine Plörre. Ich glaube, den Abwasch haben wir jetzt, glaube ich, sogar gemacht. Oder? Würde ich jetzt so interpretieren. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. So, mal reingucken. Ach, Socken. Jetzt können wir hier gucken. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch Essen und die Zahnbürste. Aber irgendwie ist die Liste hier nicht mehr. Hier ist noch ein Zettel. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja. Da hat man später noch ein bisschen was zu essen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Gut. Was ist im Ofen? Nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob man das alles später noch machen könnte oder ob wir es jetzt noch erledigen müssen. Also sprich hier zum Beispiel die Nüsse einsammeln, dann oben. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Den Apothekerschrank aufmachen, hey, meine ich natürlich. Da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Okay, haben wir jetzt zwei Socken? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Das heißt, ich brauche noch eine blaue und eine gelbe Socke. Hier geht's vor Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Mal in die Kamera gucken. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Vielleicht mit der Gabel? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Dann bestimmt den Seitenschneider. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Ich brauche mal so ein Brecheisen oder so. Erstmal hier gucken, was mit der Zahnbürste ist. Put, 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 komm zu Papa. Mist, okay, ich ab. Brauche wohl einen besseren Plan, so, jetzt um sie mal gucken. Was haben wir denn? Zettel? Die Liste. Die Liste können wir nochmal angucken. Gut, Proviant. Socken, Zahnbürste, Seitenschneider. Zahnbürste ist hier. Proviant haben wir noch nicht. Da müssen wir Truhe. Achso, das ist die Truhe von dem Vater. Nein. Gut, das heißt, wir müssen erstmal hier drin bleiben. Topf mit Wasser. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, top. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Da nehmen wir den Seitenschneider dafür. Das geht bestimmt, oder? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Gut, ich hätte jetzt gedacht, dass er mit der Gabel dieses Ding irgendwie so aufbricht, aber gut, dann egal. Was ist das? Waschmittel? Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Warte mal, wie ist das Wasch? Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt, anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Okay, das hätte ich gedacht. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Gut, dann ist es egal. Ich hätte sonst gedacht, dass man das waschen kann. Geh nur mal nach oben. Vielleicht ist da noch was Brauchbares. Hier ist noch ein Schweißgerät. Was ist das? Eine Öldose?
tun bestimmt irgendwas ölen. Hier ist nur das Fernrohr. Sonst ist hier nichts. Das heißt, wir gehen erstmal wieder runter. Mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie mit dem Handschweißgerät aufbekomme. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Okay, nee, schade. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Altöldose wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Achso. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Okay, die ist aber nicht hier. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die Zahnbürste hier einsammeln. Ah, super. Jetzt haben wir den Topf mit Waschmittel. Wir können auch da die Gabel reinmachen. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Nee. Toni hat darin viel mehr Übung. Okay, aber immerhin haben wir jetzt das Waschmittel in den Topf gefüllt. Vielleicht kann man jetzt den Topf nehmen und da reinkippen. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Gut, das auch nicht. Mal hier runtergehen. Ich sehe gar nicht ein. Toni hat darin... Gut. Hier ist auch nichts mehr drin. Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum mittlerweile bei... Ja, also... Wir haben das. Achso, das sind Kommentare dazu. Das können wir uns ja später mal hören. Das muss ich aber erstmal hier gucken. Vollkrümmeltes Sofa. Ich kann wahrscheinlich... Da sind schon genug... Die... Kekse oder die Krümel und weg damit. Von den Wasabi-Nüssen in das Glas machen, oder? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Jawoll. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ach, dann haben wir schon. Mehr Top. Ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Dann haben wir schon mal die Nüsse. Was ist mit dem Handschweißgerät und der Gabel und dem Topf? Na, die Kammer werde ich wahrscheinlich damit nicht aufbekommen. Weil da irgendwas drin sein muss. Pöppel können wir erstmal nicht, ne? Gut, dass ich den eben gerade nicht nehmen konnte, aber jetzt kann ich ihn nehmen. Hier, erstmal aufpömpeln. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Pömpeln tut man ja eigentlich immer. Da gibt es leider nicht. Schade. Das habe ich doch gerade erst da. Mann, ja, so. Wenn ich jetzt das daran mache, sagt wahrscheinlich, dass das hier rausgeholt hat, oder? Wo geht der denn jetzt hin? Egal. So, erstmal hier runter. Vielleicht können wir hiermit irgendwie was machen. Ja, nice. So, das ist schon mal offen. Mauseloch, was ist drin? Eine Mausefalle. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal. Handschweißgerät? Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Okay. Gut, den Pömpel haben wir jetzt schon benutzt. Können wir mitnehmen? Nee. Da stecke ich meine Hand garantiert. Da muss irgendwas jetzt. Ach, die Gabel vielleicht. Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Mhm. Ja, wir haben jetzt die jetzt nehmen wir die Mausefalle und fangen damit bestimmt die Zahnbürste an. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Köder? Was will sie denn haben? Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Ach, dann muss ich die beiden... Okay. Super. Da haben wir's. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. So, hoch, runter, zack und... So, die Zahnbürste ist schon mal unser. Put. Komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. So, Zahnbürste ist auch dabei. Jetzt müssen wir noch weiter gucken. Handschweißgerät. Und das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug.
Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Das ergäbe sicher ein Gra... Ist doch was für... Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir soweit alles. Da stecke ich mal... Das haben wir schon. Ich sehe gar nicht... Toni hat da... Den Abwasch macht dann... Wir müssen irgendwie... Was ist denn mit diesem Topf? Den braucht man ja irgendwo für. Mehr ist wohl nicht... Reicht ja auch. Ja, da ist das Sofa. Ja, mein Freund, ich würde sagen, das machen wir erstmal in der nächsten Folge. Die Zeit ist schon wieder um. Deswegen, bis dahin.